So, willkommen zum nächsten IDPL-Spieltag, heute gegen Ash. Und ja, ich habe gerade eben noch das Teambuilding fertig gemacht und währenddessen ist mir was aufgefallen. Nämlich, ich habe heute Serfi-Setup dabei, wie man unschwer erkennen kann. Und dann ist mir so eingefallen, also ich habe im Teambuilding das Pixie gesehen und dachte mir, ja gut, das Pixie ist, Benton Pass ist nicht banned, das passt. Dachte mir so, das Pixie ist zwar da, aber ich habe ja Sherox, das passt schon. Und jetzt ist mir gerade so kurz zum Spiel in den Kopf gekommen, das ist doch gar nicht so ein kleines Problem, wie ich dachte, dieses Pixie. Okay, er hat kein Brigaron dabei. Und kein Verstärker. Aha, interessant. Dafür, ja, doch. Ja gut, ne? Schade. Ich wollte gerade noch im Teambuilding anmerken, je nachdem, welche Mons er dabei hat, dann ist es verloren. Sieht wahrscheinlich jetzt so aus. Also, wie gesagt, sehr viel Setup dabei und mir ist ja so kurz vor dem Kampf eingefallen. Alter, scheiße. Wenn es Pixie Unaware hat, ich kann damit Saison nicht drin bleiben, weil das Ding hat 100% den Counter drauf oder den Fireblast, was eigentlich sogar schlimmer wäre. Also, wenn nicht, da fress ich einen Besen. So, potenzielle Leads. Lando und Rotom sehe ich da im Lead sehr stark. Und sonst? Die Toxic Spikes auf Tantra, wobei die sehe ich nicht so sehr. Ich denke, dass wir einfach mal mit unserem Nilkrokodil trotzdem anfangen. Also mit Rabigator. Das sieht mir ziemlich gut aus. Ich kann alles knocken, bis auf das hier. Aber der leadet nicht mit Gyarados. Der leadet nicht mit Gyarados. Vergiss es. Und wenn er mit Gyarados leadet, drücke ich Taunt. Punkt. So, dagegen drücke ich Taunt. Das gehe ich raus. Shaman, Knock, Knock, perfekt, so. Er startet mit Suicune, das ist interessant, wahrscheinlich hatte mein Victini Lead predicted. Das ist fein, und wenn ich jetzt, kann Suicune jetzt irgendwas, wo ich sage, darauf habe ich ultra hart keinen Bock. Und fuck, ich hätte ja lieber U-Turn drauf packen sollen, statt Bugbite, fällt mir gerade auf, aber ist nicht so schlimm. Weil ich das jetzt erst kurz vorher geändert habe. Sonst. So, die Rocks. Ich habe keinen Bock auf ihn. Ich gehe lieber Instant Shaman. Er drückt erstmal Scald. So, die Leftovers. So, jetzt zu meinem Set. Wir drücken Substitute. Er könnte Ice Beam im Set haben. Aber ich denke mal, dass er lieber erstmal in sein Rotom geht. Und deshalb drücke ich erstmal einen Sub. Er geht sogar in Dragalge. Interessant. Das ist cool. Weil. Jetzt muss ich kurz in den Kalk gehen. Shaman. Ah, Damage Kalk. So. Shaman. Heißt Mina in dem Fall gegen Tantrak, Dragalge, IU, Defensive Mima, Full KP, das reicht. Sein Headbutt ist ein Two-Hit und auf plus 2 ist es ein Cleaner One-Hit. Dann tun wir das doch einmal. Wir drücken hier SD. Es kommt hier die Sludge Bomb und dann würde ich sagen, drücken wir einmal den Headbutt an der Stelle und kriegen irgendwo Damage drauf und hoffen, dass wir den nicht missen, natürlich. Ne? Das wäre jetzt ziemlich ungünstig. So, ja, ne? Dadurch, dass es so lange überlegt, kann ich mir vorstellen, dass ein Pixie vielleicht doch nicht unaware ist. Deshalb ist jetzt sonst, ich würde es erstmal trotzdem nochmal gerne subben, um zu sehen, was er macht. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt Rotom geht. Ich drücke einfach sein Headbutt. Ah, das ist jetzt kompliziert. Drücke ich sein Headbutt und krieg irgendwo richtig geilen Schaden drauf. Oder drücke ich Seed Bomb. Natürlich, ich überrasche ihn wahrscheinlich jetzt ziemlich hart mit dem Set. Weil erstmal ein physisch offensives Shaman sieht man nicht häufig.
Sonst gehe ich jetzt einfach auf den Headbutt und gucke. Jetzt kommt Rotom Yeet und das kriegt. Boah, das ist definitiv defensiv. So. Und sonst würde ich sagen. Ja, ne? Gehen wir auf einen Sub. Gehe ich auf einen Sub? Levitate. Das hat Rocky Helmet, das ist schon mal schön zu wissen. Das heißt, ja, ne? Ich gehe erstmal auf den Sub und guck, was passiert. Oder gehe ich halt ins Invicti. Oh. Ich drücke erstmal Sub und guck, was passiert. Er drückt Overheat, das ist fein. So. Wie viel macht uns denn ein Overheat von einem Rotom? Rotom Heat. Das hat jetzt von dem Sen Headbutt eben 41% gefressen. So, Sen Headbutt. Nee, das ist physisch defensiv. Das ist defensiv. Ja, irgendwas muss er gegen Victini mitbringen. Ja, gut, kommt in die Roll hin. Overheat macht sehr, sehr viel Damage. Minus 2 macht nicht mehr so viel. Das heißt, wir gehen trotzdem auf das Nil-Krokodil. Er drückt Foulplay. Okay, das ist schön. Ich kriege jetzt hier an der Stelle Rocks. Möchte ich knocken? Ich drücke erstmal Knock. Also ist die Frage, möchte ich hier knocken an der Stelle? Um das Pixie oder drücke ich lieber. Möchte ich den Beulenhelm darunter haben? Oder da ein Item. Oder ich möchte die Rocks, die sind sinnvoller. Das Item auf Pixie ist erstmal nicht so wichtig. Er bleibt sogar drin, geht auf Pain Split. Es macht gar nichts so. Ja, ne? Ich würde sagen. Ist Pain Split eine Attacke? I don't know. Ah, warte. Der hat Defog im Set. Okay. Hat er nicht. Jo. Wir sind wahrscheinlich schneller als das Teil. So, warte, wir waren im Nilkrokodil drin, sonst. Er hat keine Leftovers. Wahrscheinlich hat er Rest, so. Und ich gehe erstmal hier auf den Baton Pass. Ich gehe erstmal wieder in Mina. Er drückt Ice Beam, das ist in Ordnung. So. Und ich würde sagen, wir haben mit einer Seed Bomb jetzt nicht unbedingt was zu verlieren, oder? Doch, haben wir. Sogar ziemlich stark. Ich drücke trotzdem Seed Bomb. So, mit Seed Bomb habe ich halt nichts zu verlieren. So, da habe ich Chip drauf. Das ist geil. Mehr will ich gar nicht. Und das will nicht unbedingt einen Seed Bomb fressen. So, ne? Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das speziell für so Scald, Ice Beam, Rest, schätzungsweise jetzt einmal so. So, jetzt kommt wieder Dragalge. Da kriege ich Damage drauf. Das ist schön. Ja. Und sonst Sludge Bomb. Mal gucken. Sonst gehe ich jetzt einfach hier rein. Also, kannst du Flamethrower? Weiß ich gar nicht. Kannst du Flamethrower bestimmt, oder? Dragalge Flamethrower? Dragalge. Flame. Nö, kannst du nicht. Das heißt, so, wir haben noch kein Item gesehen. Dragalge. Wir gucken mal kurz. Shaman. Mit gegen Dragalge. Ich habe mit dem Seed Bomb gemacht 10%. Ne, der ist Fistiff. Der ist aber sowas von Fistiff. Aber, hoppsala, ist der Fistiff. Aber wir sind hier noch plus 2, ne? Ne, never mind. Ne, der ist nicht Fistiff, oder? Der ist. Ne. Ne, ne, ne. Der ist nicht Fistiff. So, wie viel nimmt nur unser Gliscor? Unser Gliscor, von diesem Teil, von dem von Gihi, von Dredelgi wahrscheinlich so invested. Kriegt es zu viel? Ja, dann gehen wir einfach auf sein Headbutt und gucken. Vielleicht kriegen wir einen Flinch. Nein, er drückt Draco. Oh, er drückt Draco. Cool. Ja. Sonst gehe ich jetzt hier rein und drück Knock. Ja, ich glaube, das machen wir so. Oder ist die Frage? Shaman hat
dem Ding ziemlich gut Damage gemacht. Hab dem Ding gut Damage gemacht, so. Jetzt müssen wir so. Jetzt ist hier natürlich, wenn ich hier jetzt Esti drücke, Glisco, kann ich schon sweepen mit Shame, mit Dingenskirchen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein und drücke SD. Würde ich sagen so. Du bist echt low. Das heißt, ich drücke SD. So, du machst uns jetzt nicht mehr so viel Damage. Ja, ich drücke SD. Ich drücke an der Stelle SD. Er bleibt drin, drückt weiter Draco. Cool. Dann kriege ich jetzt noch eine Agility raus. Dann kriege ich jetzt noch eine Agility raus. Er geht Lando. So. Und sonst würde ich sagen, sagen wir jetzt mal Lando T. Warte, wir sind schneller. Wir können roosten, wir können scouten, was er macht. So, wir outspeeden den Scarfer. Und sagen wir mal Lando. Gliscor. Echt, bist du Fistiff? Ich habe dich doch Special Diff gemacht. Ich dachte, ich hätte Special Defense gemacht. Habe ich doch auch. Ah, ich habe, glaube ich, zu viel Gies genommen. Ich hätte mir einen anderen Namen ausdenken müssen. So, Gliscor. Gihihihi. Macht. Krieg von einem Landorus. Landorus. Ubers Wallbreaker. Nehmen wir das Set hier. Mit einem Hidden Power Ice ziemlich viel. Wir scouten erstmal so. Ich würde erstmal sagen, wir drücken Roost an der Stelle. Oh, er geht nochmal. Er geht zu Gelchi. Gelchi. Kein Item. Dann drücke ich nochmal SD drauf, oder? Er könnte Scarf sein, potenzieller Scarf ist da. So. Hidden Power Ice kann er nicht spielen. Gliscor gegen sogenanntes Dragalge. Eine Dragalge. Are you offensive? Ja, Modest kommt gut hin, macht auf unser Gliscor halt never ever genug. Ne? Scald. Kein Burn. Gut. Und dann drücken wir an der Stelle Batten Pass und gehen Victini. Und gewinnen das Spiel. Wahrscheinlich. Mal schauen. Oh, stimmt. Ich bin... Speedpass echt verboten? Habe ich mich da gerade so hart verzettelt da drin? Habe ich mich da gerade so hart verzettelt? Oh. Tja, das ist dann natürlich jetzt mein Fehler. Batten Pass. Und Initiative Pass ist verboten. Ja. Ja, lass trotzdem beenden. Das war dämlich. Aber, wenn ich ehrlich bin, war das meine einzige Chance gefühlt. So. Das war legit meine einzige Chance. Und ich habe vergessen, dass Speedpass verboten ist. Cool, 6-0. Nachdem wir jetzt so hart ach, das ist doch dumm. Och. Es ist einfach... Oh. Immerhin haben wir einen Kampf. Ich meine, wir verlieren zwar jetzt 6-0, weil, naja, wir Speedpass. Oh, fuck. Und ihr seht, wie Victini durch das Team gegangen wäre. Schade.
Schade. Naja, machst du nichts, ne? Immerhin ein Kampf. Oh, fuck off, Alter. Ach Mann. Das ist doch jetzt dämlich gelaufen. Mir fällt gerade auf, er hätte nicht mal Mega Simsala dabei. What? Andere Sache. Gut. Polit hält mein Diff ein bisschen zu gut auf. Ja, ach, Scheiße. Oh. War das dem? Ich verbaue mir gerade, was ich in den ersten Spieltagen aufgebaut habe, verbaue ich mir gerade durch solche dummen Fehler. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass Speedpass verboten ist. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass Speedpass verboten ist. Ich bin zu dämlich. Aber immerhin habe ich die Bestätigung, dass das Set funktioniert hätte. Gut. Mein Team war übrigens halt darauf ausgelegt, genau das zu tun, was ich jetzt gerade getan habe. Nämlich mit irgendeinem Mon mit Gliscor Setup zu. Ach, nee, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Das wird mich noch so hart handeln. Ach, Scheiße. Oh, und die letzten 2 Spieltage sind halt. Ich würde gern positiv herausgehen. Und mit 6 Siegen bin ich leider noch nicht positiv. Erst mit 7. Und jetzt stehen wir halt 6-5. Oh. Und nächste Woche ist ein Matchup, wo ich einfach keinen Lichtblick sehe. Bin ich ehrlich. Also kaum. Gegen Marius. Das sehe ich. Ich habe mir das nur ein bisschen angeguckt und ich sehe da einfach nicht, wie ich da gewinnen kann. Aber das ist jetzt noch einfach, weil ich, ja, ne? Und das ist andere. Ich sehe mich dort einfach überhaupt nicht gewinnen, to be honest. Und gegen Enderer ist da. Gegen Enderer habe ich schon im Kopf aufgegeben, weil mich das Celeste komplett zerstört. Da habe ich schon im Kopf dagegen aufgegeben. Also, letztes Spieltag gehen sich als verloren an. Naja, wie es kommt, das war so dumm. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Naja, ich würde sagen, ihr habt trotzdem Spaß an meiner Dummheit. Wir sehen uns nächste Woche gegen, wie eben genannt, Marius. Ich bin gerade ein bisschen am Boden, bin ich ehrlich. Ach, es hätte sogar funktioniert. Das ist das Schlimme da drin. Naja, vielleicht bekommt Virginia Mandy Kids gut geschrieben. Wer weiß. Naja, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.